Kling läuft. Aha. Ich komme beim Späh. Ein Stadtmensch. Oh ja, grüß dich wohl. Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem Artikulation Welt. Ja, scheiße, wenn Video 1 schon anfängt, wenn draußen dunkel ist, dann wird gut. Ja, läuft total gut. Also, hallo und herzlich willkommen, neuer Versuch zu einem neuen Battle Report auf dem YouTube-Kanal der Spielebude. Wir spielen heute wieder Warhammer 40k und haben uns für diesmal überlegt, dass wir eine kleine Mini-Kampagne über zwei Battle Reports drehen und zeigen werden. Den ersten gibt's auf dem YouTube-Channel, der zweite Teil ist dann im Patreon-Teil. Wer gucken möchte, was ist das, was soll das Ganze und wie kann ich dahin, bekommt irgendwo jetzt gleich eine Anleitung wohl angezeigt vom lieben Tobi, der das hier einprogrammiert. Was kann ich alles gar nicht. Es geht darum, dass auf einem eisigen Planeten gerade eine Einheit Grey Knights ankommt, weil die gehört haben, na holla, die Waldfee, irgendwas ist hier ganz eigenartig, die alten Minenarbeiter machen nicht mehr das, was sie machen wollen oder was wir haben wollen, und die hören nicht auf uns und it smells like heresy. Ganz Unrecht haben sie mit dem ganzen Zeug nicht, denn der Jeans-Wieder-Kalt hat sich schon mal ein bisschen eingeschlichen und möchte gerne eine Schwarmflotte ankündigen und sagen, guten Tag Leute, wir sind vom Jeans-Wieder-Kalt, wir haben dieses Heft für euch, wollt ihr mal ein bisschen bei uns partizipieren vielleicht. Darum soll das Ganze gehen. Der zweite Report wird dann daran anschließen, um zu gucken, was macht die Schwarmflotte und wie zufrieden ist sie mit dem, was die Jeans-Wieder jetzt gerade in dieser ersten Mission gemacht haben. Dementsprechend spielen wir auch keine normalen Missionen, sondern wir spielen zwei Fluff-Missionen. Und diesmal ist es Hinterhalt. Die Grey Knights, wie gesagt, die haben mächtig Wind bekommen, haben schon jede Menge Intel gesammelt auf dem Planeten und möchten das Ganze gerne an die Obrigkeit weitergeben, um zu schauen, wie dürfen wir jetzt die Xenos mal ordentlich vermöbeln. Dazu müssen sie einmal über die Platte halt rüber, um zu ihrer Transmitter zu kommen und die Nachricht absetzen zu können und auch wieder neue Infos zu bekommen, da ja der Warpsturm und dementsprechend die Kommunikation doch schon leicht eingeschränkt sind. Machen Tyranniden so. Die essen nicht nur Menschen, Vegetation und Planeten, sondern auch Warp. Die machen auch Gewitter. Die machen, beziehungsweise essen es nicht, sondern machen ein bisschen Brain. Nicht? Wie heißt das hier? Gewitterwolke im Hirn. Ist halt auch schon angekommen. So. Ja. Verdammte Axt. Allerdings, ich spiele. Das war eine plausible Erklärung. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Dankeschön. Aber man muss auch nicht immer mit Wissenschaft um sich werfen, oder? Richtig, genau, ja. Fachbegriffe sind wie Schall und Rauch, ja. Ich spiele das Ganze allerdings nicht alleine und mit mir selber oder ähnliches, sondern habe zwei wundervolle Gäste hier. Mögt ihr euch einmal eben selber vorstellen? Ja, der Andi. Und der Alex. Hi. Genau, den Andi kennt ihr schon. Beide spielen zusammen eine Armee, nämlich die Grey Knights gegen mein Jeans-Stealer-Kult. Insgesamt 1250 Punkte sind das, ne? Jo. Und grundsätzlich ist es eine Open-War-Mission. Wir haben gerade ausgewürfelt, wie machen wir das mit den Sachen wie Stratagems und Psi-Fähigkeiten. Spielen wir das nach Open-War oder spielen wir das nach Match-Play, weil wir Match-Play-Punkte haben, aber eine Open-War-Mission. Der Würfel hat uns gesagt, wir spielen die beiden Sachen nach Matchplay. Das heißt, ich darf nicht permanent neu würfeln, obwohl ich das gerne möchte. Und die Grey Knights dürfen nicht die gleichen fiesen Zauber permanent neu casten in einer Runde, so wie die das gerne möchten. Jo. Habe ich noch irgendwas vergessen? Armee vorstellen. Ah ja, genau. Ich weiß nicht, ist eine Widmung? Ja, prinzipiell. Moment. Lieber Raimund, dieser Battle Report ist für dich. Salty but delicious! Your hand! Salty. Ja, was? Warm and salty. Warm and salty. Ich glaube, damit ist auch alles gesagt, oder? Ja. Dankeschön, ja. Ja. Dann kommen wir jetzt zur Armeevorstellung und zum Board. Heidi, da hat alle. Und los. 1250 Punkte Menge. Natürlich. 1250 Punkte. Grey Knights. Was hast du schon mitgebracht? Wir haben hier vorne einen 5er-Trupp Interceptor. Mhm. Die Jungs haben auch das, was sie so haben. Also Psi-Hellebarden, der hat einen Wehrstab. Ein Librarian. Achso, zum Zaubern.
Die haben Hammerhand, ich kenne die deutschen Begriffe leider nicht. Das bringt plus 1 auf Verwundungswürfe. Ich würde auf Hammerhand tippen. Das kann sein, aber es ist vielleicht auch zu naheliegend. It's just a guess, yeah. Egal. Auf jeden Fall können die sich plus 1 auf Verwundungswürfe zaubern und den schwachen Smite von den Grey Knights. Ja. Dann haben wir hier hinten einen Librarian, auch mit dem Wehrstab. Der hat als Artefakt den Kyras der Märtyrer. Das gibt einen Save after Save von 5. Oh, nice. Zaubern kann der Junge ein Gate of Infinity, das heißt, er kann sich wegteleportieren und nochmal neu über Deepstrike-Regeln reinkommen. Jo. Und der hat den Vortex of Doom, das heißt also ein Schadenszauber auf Fläche. Nice. Dann einen ehrwürdigen Dreadnought, Multimelter, Sturmbolter, Dreadnought-Nahkampfwaffe. Der hat als Zauber astrale Sicht neben dem Smite, damit kann der durch Wände durchgucken und anderen die Deckung wegnehmen, beziehungsweise kann der auch anderen geben, aber ja, das ist zumindest der Zauber. Jo. Dann haben wir hier drüben in der Mitte einen Grandmaster Dreadknight, der hat einen schweren Erlöserflammenwerfer, eine schwere Psy-Kanone heißt das Ding, glaube ich, auf Deutsch, und das Langschwert, der hat als Zauber auch den Teleport bekommen. Und lässt Hitrolls von 1 neu würfeln in 6 Zoll. Das ist außerdem unser Warlord. Warlord-Fähigkeit ist auf 6 Zoll Angriffswürfe neu würfeln. Also Angriffsreichweite dürfen neu würfeln. Und links und rechts neben denen stehen 2 Renos mit Sturmboltern. Und da ist dann jeweils ein 5er-Trupp Purifier drin. Da ist immer ein Flammenwerfer-Junge drin mit einem Erlöser-Flammenwerfer, einer mit einem Hammer und der Rest hat Sturmbolter und Psy-Falkians. Die haben als Zauber ihre Flammenaura und zusätzlich noch... Die haben eine super Smite auf 3 Zoll, ne? Die haben einen W6 tödliche auf 3 Zoll, genau. Die haben wir beim letzten Mal schon den Tag richtig versüßt. Die haben zusätzlich noch, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, auf jeden Fall, dass entweder plus 1 auf Rettungswürfe drauf gibt oder wenn man keinen hat, einen 5er Rettungswurf. Oh, nicey. Und das war die ganze Geschichte schon. 1250, du hast wahrscheinlich, so, ihr habt insgesamt 6. Die Renos haben noch eine Hunter-Killer-Missile jeder. Oh, cool. Damit 6 Stratagems habt ihr, ne? Kommandopunkte haben wir sogar nur 4. 4 nur? Ja, 3 Elite und HQ dazu und so ein bisschen Beiwerk. Okay. Und die 3 Standard halt. Also einen vom Detachment und 3 Standard. Gut. Dann gehen wir mal rüber zu den Jeans-Stealern. 1250 Punkte Jeans-Stealer-Kult. Sind insgesamt 6 Command Points. 1, 2, 3, 4 Einheiten Neophyte Hybrids, alle nur mit Daka Daka ganz normal. Ein Neophyte Hybrid Squad mit einer Laska ist dabei. Dann als HQs ein Patriarch, der ist auch mein Chef und hat einen 6er Safe after Safe und hat Mind Control. Und ein Primus mit, ein Primus hat, den rüstet man ja nicht mehr aus, nicht? 10 Gene Stealer, 2x5 Metamorphs und die haben alle hier ihre Lash Whips mit dabei, damit die halt mal selbst noch draufhauen können, wenn sie vorher schon gestorben sind. Dann 2 Rock Grinder, da sitzen die Nasen eigentlich nicht drin. Und einen Lehman Russ, der links und rechts jetzt dank der neuen Lehman Russ Regeln. Und der Jeans-Stealer-Kult darf ja alle Astra-Militarungsnasen nehmen. Plasmas hat, weil die den nicht direkt quasi zersägen. Sind insgesamt 1250 Punkte. Und jetzt kommen wir zum Board. Das hier ist einmal unser Board. Und zwar hier vorne ist die lange Straße, bei der wo die Grey Knights loslegen, oben hier vorne über diese Ecke zu jodeln, um zu ihrer Sendestation zu bekommen. Es gab versteckte Aufstellungen und dementsprechend wussten die nicht genau, was wo steht. Aber hier vorne ist alles halt zu. Da sind die 1, 2, 3, 4 normalen Hybrid-Squads. Hier ist der Hybrid-Squad mit der Laska. Dem Andy ist gerade schon aufgefallen. 9 Zoll komplett final funktioniert. Hier kann ein fieser kleiner Psionik rein und tot machen. Primus, beiden Rockgrinder. Und der Lehman Russ. Und im Cold Ambush sitzt gerade noch der... Wer ist das? Primarch? Richtig, der Primarch und... Primarch? Rootlord? Patriarch. Patriarch. Patriarch, seine Jeans-Stealer und die beiden Metamorph-Squads. Wir haben jetzt ein paar für diese Mission, ein paar neue Sachen, beziehungsweise die Mission mitbringen. Und zwar... Was ist Brötchen mit?
müssen hiervon mindestens ein Drittel aller Machtpunkte in ihrer Bewegungsphase da vorne über die Kante drüber hinweg huschen. Und ja, da wird schon munter gemessen. Nee, ich plane hier was zu bauen. Also er plant, ignoriere mich einfach. Mit Lego plant er was zu bauen, okay. Ich messe hier nur so. Ja, messt du mal. Wir haben auch ein paar extra Strategems dabei. Und zwar dürfte ich für 3 Command Points ein einleitendes Bombardement machen und versuchen auf einer 6 plus hier überall tödliche Wunden draufzulegen. Infanterie, also wir hinten, dürften sich dann hinschmeißen und da hat dann haben die Greyhounds was gegen oder ein Stratagem, weil normalerweise dürfen die ja nichts machen und da können sie denialen. Und es ist so, diese Mission hier, da starte ich automatisch und die Greyhounds dürfen prinzipiell noch nicht mal die Initiative klauen. Für einen Command Point dürft ihr das allerdings und das wollt ihr auch gerne machen. Auf jeden Fall, ja. Ich möchte auch unheimlich gerne ein einleitendes Bombardement machen. Dann muss ich einmal da vorne hier rüber zu den Command Dice und zu meinem Brötchen. Ja. Die schmeiße ich mal irgendwo hin hier. Zick. Brötchenbombardement. So. Genau, Brötchenbombardement. Weil das kommt, bevor irgendetwas startet. Dann gucken wir mal da vorne für das Rhino Nummer 1, genau. Das ist eine 4, das ist nicht. Rhino Nummer 2. Auch nicht. Dreadnought. Nein. So kannst du weitermachen. Ja. So kann ich weitermachen. Fangen wir mit dem Dicken an. Der Dicke. Nope. Aber jetzt. Nein. Doch, jetzt kommt die 6. Weil das ist der einzige, den ich nämlich richtig gut ausschalten kann. 6 durch 2 sind. Jetzt kommt die 6. Sogar unter den Erwartungen geblieben. Ja, ich überlege, ob ich. Das Neuwürfel, ne? Ich überlege, ob ich einen Command Hero nehme. Nur mal so als Info: der hat eh einen Save after Save. Das wäre eigentlich die schlechteste Wahl für einen Reaper. Okay, und der hat 5 Lebenspunkte. Dann lasse ich es. Danke dafür. Dann der letzte Trupp. Interceptor. Nope. Also das war mal gut investierte 5 Punkte. Ihr investiert einen von euren 4 Punkten. Ja. Um jetzt zu versuchen, auf einer 6 plus die Ini zu klauen. Alter Schwede! Die herrlich. Ja. Geil. Dann startet es damit mit Grey Knights Zug 1. Bewegungsphase. Was habt ihr vor, Jungs? So, hier aus dem Gefährt steigen seine Mitfahrer aus. Ja. Dann moven die Jungs ein bisschen da. So. Und auf der anderen Seite passiert so ziemlich genau dasselbe. Was hatten wir es geplant? Ja, tada, tada, da stehen sie. Da man das hier nicht so gut erkennen kann, weil der hier ist hier eindeutig das Anführermodell. Okay. Hier ist einer mit so ein bisschen Gold am Schnabel, den nehmen wir da. Ah, ja. Schlauer wäre, wenn du die noch ein bisschen nach außen setzt, auf die gleiche Höhe, damit der freie Fahrt hat. Genau, alles mal schön nach vorne bringen. Denn die Jungs machen miau und fahren hinterher. Hey, jo. Der, Ja, der Onkel läuft auch einfach nach vorne, ne? Okay. Ja. Dann möchte sich hinten noch irgendwas regulär bewegen. Ja. Die machen den Teleportsprung. Jo. Mhm. Das heißt, die dürfen einmal einen ganz normalen Deep Strike machen auf 9 Zoll vom Gegner entfernt. Mhm. Das wäre dann so hier so quasi. Mhm. Vor der Flosse. Zum, da ploppen die raus. Mhm. Okay. Jetzt muss ich eine Sekunde nachgucken, wie weit der dicke Onkel laufen darf. Der dicke Onkel ist übrigens eher hier. Das ist auf jeden Fall der dicke Onkel. Ne, der nicht. Den hast du. Ja, also du weißt jetzt schon, dass der ab jetzt nur noch Kacke performt, weil der ganz traurig ist, weil er ist nicht der dicke Onkel, sondern er ist ein kleiner armer Onkel in einem großen dicken Pferd. Den hat er sich selber gegeben, den Namen. Den hat er sich selber gegeben. Ja, klar. Ah. Das würde ich jetzt auch sagen. Alles gut, alles gut. Der Herr Kollege darf 8. Da der da ja auch so schusstechnisch relativ überflüssig ist, rennt der einfach mal eine Runde in der Gegend rum. Dann darf der eine 12. Ey, jo. Stopp. Na, ist er. So, und der liest noch im Buch, der bleibt stehen. Der bleibt stehen, ja. Damit kommt jetzt die Psi-Phase. Möchtest du dann direkt bei ihm nach vorne anfangen, was der hervorhat? Ja, der Herr fängt mit einem Gate of Infinity an. Jo. Der Gate ist, glaube ich, ein 5er. Ich gucke das aber nochmal zur Sicherheit nach, bevor es die fiesen Kommentare gibt. Würfel doch einfach schon mal die 2, dann hat sie das ist ein 6er. Und da das Grey Knights in Schlachtordnung sind, kriegt er +1, das heißt, ich brauche eine 5.
Und du hast eine 4. Läuft bei mir. Läuft bei dir. Dann steht er da gut. Kann ich das neu würfeln? 4. Ich glaube, da ist mein Mitspieler sauer, wenn ich das neu würfel. Der wird dann gefressen. Was? Muss das neu würfeln. Was? Okay. Jetzt kommt die 1. Nein. Damit hat er es geschafft. Dann flimmt er weg. Und kommt hinten in meiner armen kleinen doofen Ecke, die ich total hart übersehen habe. Mal auch raus da. Ja, gut, dass da so ein Einzelner ankommt, ist natürlich auch eine Gemeinheit. Ja, das ist richtig. So. Zum Glück ist die Bewegungsphase schon durch, dann muss ich zumindest mir keine Sorgen mehr machen, ob ich den. Nee, diese Runde kann er nicht, nein. Nee. Aber der darf wahrscheinlich noch einen zweiten Spell casten. Der darf noch ein Zäumchen machen. Was macht er? Und was machen wir denn? Ich würde sagen, wir machen einen Vortex of Doom auf die, weil das die einzigen sind, die so relevant als Ziele sind. Okay, was brauchst du das? Das ist ein 8er, also bei ihm ein 7er. Ja. Das ist es nicht. Gut, dann hat der zu Ende gehext. Okay. Wer möchte als nächstes smiten oder zaubern? Die dürfen auch, aber... Die dürfen auch einen, die haben nur 3 Zoll mit dem Smite, aber die können sich einen 5er Retter geben. Okay. Dann mit einer 4 glaube ich nichts, aber man und Strohhalm und so weiter. Ja, hier guck mal, Tobias ist ein 6er. Okay, ich blätter mal nach, du machst es auch, das ist schön. Dann fühle ich mich nicht so alleine und ich kann mit dir fühlen. Ja. Was denn? Ach so. Immer, wo kriege ich einen Reroll her? Und ja, wie kriege ich das doch noch? Sehr schön. Ja, okay. Ja, würde ich sagen. Ja. Die dürfen es nicht, weil man jeden Spell nur einmal casten darf. Stimmt. Genau. Hast du recht, ja. Selbst wenn er nicht durchgeht. Das war der Versuch, das mal rumsmiten können die auch nicht. Die könnten smiten auf 12. So die Frage, ob das Sinn macht. Hier steht. Ja, 12 wäre drin. Mhm. Oder du gibst den plus 1 auf Verwundungswürfe. Kannst dir im Grunde selber überlegen, was du machen möchtest. Die imperiale Front hält. Hm. Entweder haust du dem 1 auf die Nase. Das ein Würfel. Auf wie viele Würfel? Auf eine 5. 4. Und das andere auf. Das andere ist auf eine 5. Was wollen die machen da? Die machen die Hammerfaust, die okay. eben besprochen haben. Hammerfaust, ja. Geht durch. Sehr okay. Schön. Damit bekommt ihr plus 1 auf ihr Verwundungswürfe. Genau. Jo. Dann ist der Teil damit schon durch. Damit sind wir schon fast durch. Ja, nein. Wer darf denn noch? Dem Herren noch, ich weiß mal nicht, ob es relevant wird, die Astralsicht geben, dann könnte der durch die Mauer, also durch Dinge durchschießen, was er nicht sieht. Und die Einheiten, die er beschießt, kriegen keine Deckung. Ich weiß nicht, ob das für Deckung noch relevant wird, aber das könnte man einfach mal probieren. Ja, komm, dann schmeiß dann einfach. Ist ein Vierer. Ja. Ja, schmeiß mal 2 6 und mach mal eine 4. Oh, das war sehr knapp an der Spirit nicht mehr relevant. Okay, dann wird geduckert. Wisst ihr denn schon, was ihr denn da wohl der schießt wohl drauf. So. Genau so. Wer denn wo? Du weißt schon Bescheid? Ja, in groben Zügen weiß ich in groben schon. Zügen, ja. Die schlimmste Phase gegen Grey Knights. Ja. Psy-Phase. Ja, das ist richtig, ja. Schlimm. Ja. Was macht der hier eigentlich? Was soll eigentlich diese Unkunde? Ja, ich habe während davor noch geguckt, ich hab hier die Ecke total vergessen. Das war, ja, die 9 Tore gingen nur bis dahin. Das war nicht komplett durchdacht. Also der ist durch, ja? Der ist durch, der durfte dahin, ja. Ja. Hast du auch nochmal sowas, ne? Hier hinten aber nicht, weil da einer steht. Also da darfst du nicht hin. Aber da und irgendwo hier vorne war anscheinend, da wurde gerade schon hart rumgekaspert, ne? So sind da wir. War noch ein bunter Fleck. Ja, da ist noch so ein bisschen. Ja. Wer da kann denn jetzt wohin? Eger? Ja. Sturmbolter auf. Das ist eigentlich Quatsch, weil da will ich ran. Dann nimmst du mir die weg auf die hier, auf den grünen Verband hier. Auf den grünen Verband, okay. Und die Suchkopfrakete auf den Onkel. Auf ihn hier, okay. Ja. Eigentlich auf die 3, jetzt auf die 4, weil wir in der ersten Runde dieses Nachtkampfgelöse haben. Okay. Ja, mir ist das egal, aber ist Rakete? Die schwer? Ja, die ist schwer, die trifft nicht. Die wäre sogar auf die 5 gewesen. In der ersten Runde ziehst du ja Trefferwürfe. Ach ja, stimmt, wir haben Morgengrauen. Genau. Hast du nicht genau, gesehen? Wir haben Schnicki Schnack im Morgengrauen. Okay. Das heißt, deine Bolter auch jetzt nur auf die 4. Richtig. Da sind 2 Stück. Und die Jungs haben einen Dreier? Ja, sicher. Also, die haben ein Hemd an. 2 Stück. 2 Stück. Damit habe ich jetzt ein Vierer Safe, weil die in Deckung stehen. Sind 2 Tote. Was ist denn los bei dir heute? Wie würfelst du denn? Ich würfel gleich bei den relevanten Sachen. Okay. Also Tobi wirft wieder mal schlimm. Du sparst dir das. 1, 2. Okay. Zink, zink. Tobi wirft richtig schlimm. Du, dürfen die? Ja, aber in der nächsten Bewegungsphase muss ich den Coherence übrigens zusammenkauern. Rausnehmen darfst du, wo du willst. Ich habe ja gesagt, der hat gleich Angst, weil er alleine ist. Nö, ja, der hat doch noch einen anderen Dude. Ja. Komm, das kann der. Wer schießt jetzt als nächstes?
Mhm. Ja. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Die Bolter. Die Herrschaften. Ja. Schießen mal auf die Jungs vor sich. Ja, einfach mal. Nicht. Genau, genau. Sind 10 Schuss auf die Flamer. Nee, das ist nicht ganz richtig. Ach nee, da ist nämlich Flamer und so drin, ne? Eine Kerze in der Hand, die kommt nicht an. Ah, dann sind nur 8 Schuss. Gehe ich mal zumindest von aus, dass die nicht ankommt. Nee, die Kerze kommt näher an. Dann sind das 8 Schuss. Ja. Auf die Vieren. Ah, total irrelevant auf die Vieren. Sind 3 Stück. Und auf die 3. Jo. Das sind 3. Dann, 5er-Höschen haben die jetzt Juh. Nur. Oh, super. Einer hat's mit der Gürtelschnalle abgefangen. Herr Kuxe hier. Herr Kuxe, wa? Warte mal, nehme ich die von Darich? Die wollen gleich chargen, die Ottos da, ne? Nein, überhaupt nicht. Nein, gut, nein, darum nein. Gehen die weg. Die sind eher defensiv in ihrem Verhalten. Das glaube ich auch, ja. Das sind in Wirklichkeit sind sogar totale Pazifisten. Ja. Nicht? Ja. Ja, also der Titan ist bekannt für seine weit ausgedehnten Teefelder. Ja, richtig, genau. Ja, ja. Gemütliche Nachmittagsspaziergänge im Sonnenschein. Ja. Darum hat er auch keinen Flammenwerfer, sondern eine kleine Kerze mit, ne? Ja, genau. Mit Räucherstäbchen. Ist ein Stimmungslicht. Ja, ist geil. Ja. Schön. Darum schießt auch sonst nichts mehr bei euch. Dann sind wir jetzt beim Schießen der Kultur. Weil da ist noch ein Nobels. Und so. Die Herren dürfen noch. Ach, und die sind nicht so pazifistisch wie die. Und der auch. Aber ja. Ich bin zumindest für meinen Teil durch. Okay. Dann wird noch mal eben geguckt, wer wo drauf. Hier, ich shake mal eben die Kämmer. Achso. Als nächstes Spiel ist das Rhino und es macht eine ähnliche Kombo. Das heißt, die Rakete auf ihn hier wieder drauf und die Bolter in den da rein. Dann erstmal einer auf die 5. Nee. Ja. Und 4 Würfelchen hier auf die drauf, auf die 4. Ja. Da sind 2 Stück und jetzt noch mal auf die 3. Mhm. Ups. Drop, da ist zählen nicht. Einer. 5er Höschen. Jo, der sitzt. Dann möchte gerne als nächstes der nächste Purifier sein, oder? Das sind Purifier. Genau, ja. Die nächsten Purifier mit ihren 4 Boltern schnell vorher auch in die rein. Genau. Sind wieder 8 Würfel auf die 4. Ja, 3 Stück. Wird aber nicht so gut gewürfelt, Leute. Und auf die 3. Jo, 3 Stück. Dann haben die damit wieder ein 6er Büchs genommen. Ein 5er. Ist total egal bei 2, 1 oder 3. Und dementsprechend werden sich dann hier 1, 2, 3 verziehen. So, dem Andi ist auch gefallen. Die haben keinen Bolter in der Hand, sondern einen Sturmbolter. Und dementsprechend kommen auch nochmal 8 Würfel hinterher geflogen. Ja. Auch schnell Feuerreichweite. Ja. Weil wir sind ja in. In Schnellfeuerreichweite. Nah dran. Genau. 4, 6, 7. 8, das heißt, die gehen nochmal auf die, wo sie vorher waren. Auf die 4. Whip, whip, whip. Und wieder auf die 3. 2 Stück. 5er Höschen. Dann sind nochmal 2 durch. Dann ist der hier weg. Und der hier weg. Dann machen wir von dem noch die 2, die kommen. Von dem einen Sturmwalter, vom Reno. Die treffen beide. Das sieht gut aus, das sieht nicht gut aus. Okay. Dann hier ebenso. Auf der anderen Seite, genau. Genau. Mhm. Und wieder auf die 3. Sieht schon ein bisschen besser aus bisher. Jo. Nee. 2 Stück. Ja, reicht. Und der Reno kann auch nochmal auf die 5. Ja. Dann sind da nochmal 2 durch. Genau, und der auch nochmal. Und 2, ne? Zimp. Ja. Und Zimp. Das sieht doch schon besser aus. Genau, und jetzt kommt der Reno nochmal. Okay. Nope. Gut, dann sind wir jetzt bei seinem Multimelter angelangt und den wolltet ihr gerne auf einen von den beiden hier drauf sägen. Welcher darf es denn sein? Nimm mal den Freund gerne. Den hier vorne, okay. Einschuss auf die 4? Nö, bewegt. Ja, das ist ein 2er. General Dreadnought hat ein 2er. Minus 1 schwer und minus 1 Morgenhorn. Okay, nice. Ja. Gut, 2 hilft da nicht, aber ja, gut, gut zu wissen. Ich hab den immer gespielt, so, mit Dings. Der hat noch einen Sturmbolter. Jo, zwei, ja. In seiner Faust drin. Mal gucken, wie weit kommt denn der? 12 wohl nicht, das heißt 2 ja. Schuss. Ja. Okay. Auf welche Einheit? Nehmen wir die. Ja, dann hauen wir drauf. Jo, die 5 sitzt und dann auf die 3. Mhm. Nope. Dann haben wir hier noch eine ganze Menge Dacker. Jo, die das sind dann nämlich 5 Sturmbolter, das heißt, das sind dann 20. 20 Schuss in diesen Trupp hier vorne rein. Ja.
Und du zählst mal Würfel. So, 20 Würfel auf die Vieren. Ja. That's... Ja. Durchwachsen. Ja, wo ist... Naja, knapp an statistisch vorbei. Aber ist okay, würde ich sagen. Und auf die 3. Aber jetzt. Okay, für dich meinst du. Jetzt. Nö, ist nur einer weniger gewesen. Ist einer. Ja. Dann sind es 5 Stück. Fünf. Ja. Die in dem Häuschen. Die im Häuschen haben dann ihren Viererrüster. Oh. Damit sind 2 weitere tot. Zack. Dann nehme ich da den weg. Wo ich überlege gerade. Ich meine, die Laska ist da unten natürlich nicht schlecht. Aber wenn die Laska weg wäre, dann könntest du den Trupp nicht mehr chargen. So ein richtig spannendes Ziel hat die natürlich nicht. Ne? Die Laska? Doch. Ja, gut, aber... Und Autos. Das ist ein Venerable, der hat auch ein Safe. Aber ich überlege, ob ich wirklich den Trupp hier oben dann unchargeable machen möchte. Wie viel hast du da? Ich hab gerade eine 9,5. Okay. Also eine 9 Würfel. Nee. Komm, zack. Den raus, den raus. Läuft. Gut, dann kommen wir jetzt quasi zur Charge-Phase, nicht? Oh ja. Oh ja, wer möchte denn wo rein? Wisst ihr das schon? Der Fahrer würde gerne geradeaus auf die Jungs zufahren. Der möchte gerne auf die Jungs zufahren. Dann haben wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nasen. 2, 3, 4, 5, 6 Nasen. Ups, in Schnellfeuerreichweite. Schnellfeuerreichweite. Genau, auf die 6. Oh, und auf die 5. Ne, auf die 6. Nix. Gut. Miau. Jo, sieht ganz gut aus. In der 10 müssen wir mal gucken, ob wir da sogar ein bisschen scheißen können. Mhm. Mit dem da so rum. Oh. Oh, machen wir das. Dann fährt der hier so einen kleinen Schnörkler. Mhm. Und parkt so hier. Mhm. Okay. Das da wieso noch nicht, weil dann ist jetzt so nah am Rockgrinder, aber so geht's. Mhm. Da. Die hinterher auf die. Jo. Jo. 7 könnte mal könnte ein bisschen eng werden, ja? Ja. Aber Hoffnung und so. Stirbt zuletzt, aber nee. Jetzt verreckt sie gerade. Ja. Nicht mit ansatzweise. Nee. Wer möchte denn als nächstes? Dasselbe hier, dass der Rhino hier encharged. Der hat einmal das gleiche vor. Mhm. Jo. Das wäre eine... Nahkämpfende Autos. Eine 6? Ja. Auf die 6. Die hupen auch wie die Bekloppten. Die hupen wie die. Ja, dann könnt ihr auch mal Seite springen hier, oder? Und nicht auf die 4, das ist nix. Okay, das dann Charge mal. Nicht, oder? Du kannst gerne freiwillig die hier ja. Zur Seite ziehen. 7. 7 müssen wir wahrscheinlich immer noch, ne? Eine 7. Ja. Und das passt. Ja. Also stellt er sich mal schön daneben. Dann ist er da. So, Überraschung, wo diese Herren hinchargen. Mhm. Die brauchen wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr. Und haben ein bisschen weniger, das ist zu knapp. Ja, als letztes wollen die da rein. Genau. Und der Einzige, der Abwehrfeuer geben darf, weil er aber sieht, ist der Mann hier unten. Du hast ja noch einen im Fenster. Ja, aber der ist einfach zu klein. Der kann mal gerade auf die Ferne, glaube ich, gucken. Ansonsten müsst ihr durch die Wand schauen, genau. Ja, da brauchst du eine 9 gewürfelt. Auf die 6 jetzt erstmal. Nope, kein Abwehrfeuer. Dann brauchst du... keine Sägeis. Und da bringt auch kein Reroll mehr was. Guck mal, weil, die laufen zurück. So schaut's aus, ja. Ja. Die sind jetzt da ausgestiegen, ne? Mhm. Ich überlege, ob ich eine heroische Intervention machen möchte. Oh, ja. Aber. Pff, nö. Nö, ich lasse den Cheat sein. Vom hupenden Verrückten im Auto ja. Zu springen ist immer eine gute Idee. Genau. Nein, dann dürft ihr als erstes. Das Rhino. Haut auf die. Ich mal, was die Granios im Nahkampf könnten. Möchtest du damit noch grob reinpeilen? Du könntest noch hier rumpeilen, dass mein Rockgrinder die in die Fresse kloppt. Genau, kann. Das war auch Sinn der Sache. Ja. Beziehungsweise, ich darf 3 Zoll, ne? Du darfst 3 Zoll, musst aber deine Bewegung näher zu ihm beenden. Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt den so bewege, ja. Kann ich die beiden sogar noch mit. Das ist vollkommen richtig, ja. Nerven. Ja. Es ist vielleicht dumm, aber mal gucken. Ich find's gut. ja, ist vielleicht dumm für mich. Sagen wir es mal so. Jetzt können wir anschließend nämlich mal gucken, ne, wie auf einer 4 Treffen sich bei dem gleich aussieht. Wir werden das sehen. Ich muss jetzt aber die angreifen, weil ich du musst die angreifen, hab. Genau. Ich sonst hätte die anderen Abwehrfeuer gehen können. Raten Sie mal, 6. Genau. Oh, immerhin. Ja, und jetzt wahrscheinlich. Dem fährt er über den Fuß.
Auf die 3 oder auf die 2? Wie viel Stärke? 6. Dann auf die 2. Jo! Ja, Wahnsinn. Kein DS, dementsprechend trotzdem noch ein 5er Stahlkartenschuh dabei. Nein, der ist durch. Plattfuß. Plattfuß, dann ist er hier noch tot. Kannst du nicht den wegnehmen? Doch. Kann ich. Aber das entfremdet doch den ganzen. Naja, egal. Nee, pass auf, hier, ihm ist er beim Fuß gefahren. Nein, ist okay. Sein Schuh hat doch gesagt, hält. Der hat allerdings den Glauben an seinen Schuh verloren und ist deswegen weggerannt. Das finde ich plausibel. Ja, nicht, ne? Das macht Sinn, ja. Das hört man ja auch immer wieder von Jeans, die dann, dass da solche Sachen. Ja, durchaus. Ja. Ich auch. Dann ist er dran. Ja. Möchte der noch irgendwo hin reinpeilen? Nein? Okay. Auf die 6. Nein, dann dreimal auf die 6. Das ist ja kein Platz zu reinpeilen, wirklich. Das ist keine. Oh, that's nice. Ja gut, ich meine die hier, ne? Peil ihre 3 Zoll hier vorne rum. Oh. So, dann muss ich mal eben Statistiken angucken. Nein, die Stats von hier angucken. Oh, hier, die Neophyten, die kloppen zurück auf den da. Das sind 5 Leute, einmal mit dem Chef dabei, auf die 4 normalerweise. Jetzt wollen wir mal gucken hier. Mein Primus ist in Reichweite und ja, in der Fight Phase gibt es halt eins obendrauf. Das heißt, die treffen die auf der 3. Super, bei 3 Einsen. Und verwunden auf die 6. Das ist nichts. Dann möchte als nächstes gerne mein Rockgrinder. Mein Rockgrinder bekommt zusätzliche W3. Für seine Schaufel dabei, weil ich die einfach nur weil ich die benutze. Dann hat er 6 plus. Möchtest du auch noch peilen vielleicht? Der, wozu? Ja. Ja, war nur eine Frage. Nö, der steht gut. Dann habe ich 7 Attacken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Normalerweise trifft er auf die 5, jetzt trifft er auf die 4. Das ist nicht so viel. Nö, nee, ist noch. Der macht 3 Wunden. Nee, gar nicht. Der macht. D3 Runden. Wie viel Stärke hat der denn mit dem Ding? Der hat Stärke 8. Ja, okay, ist nur 3 dann. Da möchte ich auf jeden Fall nicht rerollen, genau. Upp, auf die 3. Ja, also ich glaube, der bekleckert sich heute gerade auch mal nicht so richtig mit Ruhm, ne? Und mein Primus. Gut, der steht auch mit seinen Ketten zur falschen Richtung. Ja, daran wird es liegen. Hätte ich doch mal reinpeilen sollen, verdammte Axt. Der bleibt da auch gut stehen, oder der bleibt da stehen, mit dem geht es da erstmal so ganz entspannt. Ich musste nur noch wissen, wie viel da der Kult-Demagoge. Der hat 4 Attacken und ich hau mit meinem Bonesword drauf, weil das ein Vehikel ist, also andere Verkehrse. WM Skill 2 Plus kann auch nicht verbessert werden. Und rap, auch auf die 6. Nix. Dann last but not least peilen die hier noch rum. Hopp, 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 hopp. So, dann sind da wieder 6 Attacken auf die 4. Auf die 3, pardon. Ja. Und auf die 6. Einer! Ohne DS. Dann 3er Rüster. Nein. No. Läuft. Der ist da. Dann kommt er als 1 vor den Latz. Ja. Ja, super. Bisschen traurig. Okay, das war. Das ist doch fair, der Reno hat den einen Schaden gemacht und dem einen. Ja, genau. Also, es war eine super Phase, war das, ja. ich muss hier würfeln. Die haben Moralwert von 8, es sind 5 weggegangen, das heißt. Eine 9. Ja! Boah, alter Schwede, jetzt muss man mal gerade überlegen. Das ist 11 minus 8, sind 3. 3 gehen nochmal weg, dann machen sie das. Tipp, tipp, tipp. Das ist okay. Das gleiche, da sind 5 weg. 2, das ist egal, das passt. Und bei denen hier oben, ich überlege, ob ich mit den Auto passen möchte. Obwohl, es kommt ja nur auf die Waffe da vorne an. Insofern 6 plus 4. Ja. Oder haben die auch einen Achter? Nein, die haben auch einen Achter, genau. Okay, ja. Zap. So, dann ist da alles weg. Ihr müsst keine machen, logischerweise. Macht auf einmal so eine erfolgreiche Runde. Ne? Dementsprechend war das und dann geht's jetzt los mit dem Jeans-Zieter-Kult in Runde 1. Ja.